Hallo und willkommen, das ist Klappe auf, der Saxophon-Podcast mit mir, mit Joe Meyer. Der Podcast für alle, die Saxophon spielen, die nach neuen Tipps zur Ausrüstung suchen. Für alle, die motivierende Lieder, Songs und Übungen suchen und für alle, die jetzt zum Beispiel Saxophon selber starten wollen. Heute haben wir einen der führenden deutschen Saxophonisten zu Gast, Paul Heller aus Köln, WDR Big Band, Solist, Bandleader, Arrangeur, Konzertmanager. Das alles ist Paul Heller und wir werden viel Spannendes von ihm selber jetzt gleich darüber hören. Wenn du neu hier bist, das ist Klappe auf, der Saxophon-Podcast. Hier tauschen wir uns aus, alle Themen rund um das intelligente Saxophonlernen mit Spaß sind hier willkommen. Vergiss nicht, die Show zu abonnieren auf Apple, YouTube, egal auf welcher Plattform du gerade bist. Denk daran, dass diese Show auf YouTube im Kanal Saxophon lernen und natürlich auch als Podcast-Episode im Podcast Klappe auf zu finden ist. Also entweder Bild mit Ton oder nur Ton, was ich auch immer sehr, sehr gerne habe. Und bitte versteht, dass ich diese Show wirklich aus reiner Leidenschaft mache, aus Liebe zum Saxophon, zur Saxophonmusik, aus Bewunderung für Saxophonisten. Ich verlange nichts, habe nichts im Angebot, aber ich hoffe natürlich, dass ich euch hier regelmäßig viele wertvolle Tipps und Unterstützung geben kann. Und deshalb habe ich nur eine kleine Bitte im Gegenzug, dass ihr die Show an eure Saxophonfreunde weiterleitet, dass ihr mir eine ehrliche Bewertung schreibt und dass ihr unten auch mal kommentiert. Und ich weiß damit, dass ich auf dem richtigen, hoffentlich richtigen Weg bin und euch nicht unnütze Sachen erzähle, die ihr sowieso nicht braucht oder sowieso schon alle viel, viel besser wisst als ich. Heute Paul Heller zu Gast bei uns und Paul braucht man eigentlich fast nicht vorstellen. Er spielt seit mehr als 10 Jahren Tenorsaxophon bei der WDR Big Band. Er ist Arrangeur, preisgekrönter Komponist und seit 2013 ist Paul auch neben seiner Tätigkeit beim WDR künstlerisch und musikalischer Leiter der erfolgreichen Jazz-Konzertreihe Next Level Jazz im Kölner Stadtgarten. Und durch seine vielen unterschiedlichen Ensembles und durch seine Konzertreihe hat Paul natürlich ein riesiges Netzwerk erstklassiger Musiker aufgebaut. Und wenn ich erstklassig meine, dann wollte ich eigentlich Weltklasse sagen. Denn allen voran ist natürlich die WDR Big Band zu nennen. Die ist für uns im deutschsprachigen Raum natürlich eine selbstverständliche Größe im Big Band-Bereich. Aber mittlerweile genießt ja die WDR Big Band wirklich auch durch ihren Weltklasse-Leiter, durch ihre tollen Dirigenten, die vorne der Big Band vorstehen, auch einen Weltklasse-Ruf. Und so kommen natürlich regelmäßig auch die weltbesten Musiker zur WDR Big Band, um verschiedene CD- und Konzertprojekte umzusetzen. Und mittendrin spielt Paul Heller und er spielt als Bandmusiker oder auch als Solo-Partner neben Dave Wackel, Bill Evans, Richie Beirach, Adam Nussbaum, das Who is Who der internationalen Szene. Und alle sind durch seine Art, musikalisch wie auch so seine persönlich offene, sympathische Art, wirklich enorm begeistert. Und hier möchte ich dir auch dazu gleich auch die Vorteile und die Tipps aus den kommenden Interviews unbedingt näher bringen. Denn ich denke, dass man immer auch versuchen soll, aus diesen ja manchmal auch abstrakten Videos für sich selbst etwas herauszuziehen. Ja? 1 bis 2 wertvolle Vorteile, verwertbare Infos zu gewinnen. Und das möchte ich hier auch für dich nochmals verdeutlichen. Höre gut auf seine Antworten, aber versuch auch die Verbindung zu deiner eigenen Situation zu schaffen. Man kann da immer auch für sich selbst etwas mitnehmen und etwas lernen. Und Paul erzählt hier schon von enorm wichtigen Elementen und Ereignissen und seinen Voraussetzungen zum Erfolg.
das macht er meistens mit so einer Selbstverständlichkeit und so entspannt, dass man oft die enorme Bedeutung und die Wichtigkeit dieser Elemente oder diese Ereignisse unterschätzt. Und du wirst gleich merken oder verstehen, was ich im Detail hier meine. Also denke daran später, wenn es im Interview um diese einzelnen Themen geht, und ich möchte hier auch gleich die ersten drei Tipps und Anregungen aus dem Interview mit Paul Heller für uns alle mitteilen. Erstens, ganz, ganz wichtig, gleich am Beginn hört man das raus, schaffe dir selber Auftrittsmöglichkeiten. Denn beim Musizieren geht es ja letztendlich darum, aufzutreten, vor Publikum zu spielen. Und dorthin sollten wir eigentlich alle dorthin, hoffentlich wollen wir alle auch, aber man darf natürlich nicht auf einen Anruf warten oder auf Einladungen, die dann irgendwann kommen oder auch nicht, sondern man kann ja seine Freunde, seine Bekannten kontaktieren und selber dann ein kleines Konzert oder eine kleine Konzertreihe veranstalten. Es geht ja nicht gleich um das große Publikum, sondern es geht ja auch um diesen Rhythmus, um dieses Gefühl und diese Routine auch beim Auftreten zu bekommen. Und es geht auch um den nächsten Punkt, der sich damit natürlich auch ergibt und hoffentlich wächst. Das ist nämlich das Netzwerk. Ja. Paul ist das beste Beispiel. Er hat durch die WDR Big Band und durch seine sympathische und offene Art, aber natürlich auch vor allem durch seine musikalische Klasse, ein Spitzennetzwerk aufgebaut, das ihm diese tolle Profikarriere ermöglicht hat. Also, für uns stellt sich die Frage, welche Musiker, welche Konzertveranstalter kennen wir? Wie gut sind wir vernetzt? Netzwerke können uns enorm helfen, Auftritte zu bekommen, bessere Gagen zu bekommen natürlich auch oder in anderen, besseren, vielleicht ganz anderen Bands zu spielen und natürlich dann auch unser Können zu erweitern. Ein Netzwerk baust du nicht sofort auf, sondern das muss natürlich wachsen, indem du zunächst Input gibst. Also überleg dir, was kannst du einbringen, wie kannst du helfen, wo sind deine Stärken. Du musst also immer auch das Netzwerk von der anderen Seite sehen. Welchen Wert kannst du geben? Ja, wo bist du stark? Dann werden die Leute dich auch anrufen, dann bist du auch gefragt. Dein Netzwerk wird wachsen, weil man dich braucht und weil man dich gerne sieht. Und der dritte Punkt, den ich für ganz, ganz wichtig halte aus dem Interview heraus mit Paul, bestätigt sich immer wieder auch hier bei Paul selber: Hören, hören und nochmals hören. Paul ist das beste Beispiel hier auch wieder. Er hat schon als Kind sehr, sehr viel gute Musik, meistens die Jazzmusik seiner Eltern gehört, also der Plattensammlung seiner Eltern. Das trifft für uns auch zu. Egal, was wir spielen wollen, der erste Schritt ist immer das Suchen, Finden guter Stilbeispiele. Und damit meine ich aber auch zwei Arten von Hören. Entspanntes Hören zum Beispiel dieser Musik als Hintergrundmusik funktioniert genauso gut wie konzentriertes Hören. Das entspannte Hören ist oft unterschätzt, aber man hört ja zum Beispiel auch oder man lernt auch Sprachen enorm gut, indem man sie einfach auch im Hintergrund hört. Und das konzentrierte Hören ist natürlich so wichtig, dass du genau darauf achtest und vielleicht auch dann Melodiephrasen, die dir besonders gefallen, runternotierst. Ja, und es gibt sicher noch weitere versteckte Tipps aus dem Interview mit Paul, aber das hier waren wirklich die drei wichtigsten für mich und ich hoffe, sie helfen dir auch weiter. Hör einfach genau hin und noch kurz zum Interview selbst. Ich habe dieses Interview bereits im Jahr 2019 aufgezeichnet bei den Jazzwochen in Burghausen. Kurzerhand in einer Hotellobby mit Paul. Paul war unglaublich relaxed, entspannt, muss mich aber hier für die Hintergrundgeräusche entschuldigen. Es war nicht so leise, wie ich mir das gewünscht hätte. Ein paar Geräusche waren besonders spannend. Zum Beispiel hört man am Ende unseres Interviews einen größeren englischsprachigen Tumult und das war kein geringerer als der Star-Jazzpianist Jamie Cullum, der mit seiner Entourage sich durch die Hotellobby zum Essen, glaube ich, war es dann, bewegte. War ganz lustig und skurril. Paul war wie immer entspannt und hat ganz ruhig aus seinem Nähkästchen weitergeplaudert. Ja, schönes Erlebnis so am Rande. Und jetzt geht's aber wirklich rein ins Interview. Ich hoffe, ich verspreche dir nicht zu viel. Das ist
der Tenorsaxophonist Paul Heller. Lieber Paul, schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir sind hier in Burghausen bei den Jazzwochen. Du hast jetzt gestern schon im Jazzkeller gespielt, spielst heute auch. Ja. Session, ist das etwas, was dich nach wie vor reizt? Ist es ein wichtiges Element für Jazzmusiker? Natürlich immer ein Thema, auf Sessions zu gehen. Hast du das gerne? Bist du ein Sessionspieler? Ja, wenn sich das ergibt, auf jeden Fall. Ja. Ne, weil das ist ja natürlich das, wo dann wirklich spontane Geschichten passieren können und wo dann wirklich so die... wo es dann wirklich um die Kommunikation im Moment geht. Ne? Ja. Das macht natürlich immer Spaß und das ist immer eine Herausforderung, es macht Spaß. Ja. Und war das für dich auch immer wieder so ein Punkt, wo du sagst, du kommst mit anderen zusammen und man tauscht sich aus, so ganz wichtig? Findest du das auch nach wie vor wichtig für die junge Szene? Oh ja, das würde ich sowieso jedem empfehlen, aber ich glaube auch, dass die jungen Leute das auch sowieso machen, weil das da halt der Weg ist, sich kennenzulernen und sich auszuprobieren und Leute kennenzulernen. Ne? Und so lernt man sich eigentlich hauptsächlich kennen. Ne? Ja, und so erfolgt der Austausch wahrscheinlich. Ja. Wie ist denn die Szene in Köln? Ja, du bist ja Köln-based, kann man so sagen. Du spielst WDR Big Band natürlich. Ja, weiß man. Die Szene lebhaft? Also wenn man es so verfolgt jetzt von außen, kriegt man es nicht so mit. Oh, okay. Ist da viel los? Ich denke, jeder raus. Ja, es ist unheimlich viel los. Also ich würde sagen, dass Köln wirklich, also dass gerade in den letzten Jahren ist da so viel passiert. Also es war natürlich schon immer viel los in Köln, eben durch WDR, die WDR, aber auch durch die Hochschule. Ne? Und so Clubs wie Subway und Stadtgarten. Aber die Szene, die ist unheimlich gewachsen in den letzten Jahren, auch in der Richtung, dass die junge Szene auch selber Spielstätten sich selber gestaltet und Konzertreihen gibt es ganz verschiedene und unheimlich abwechslungsreiche Sachen. Ja. Und ganz toll. Also ich bin, also Jazz Köln ist Jazzstadt, große Jazzstadt Nummer 1, würde ich sagen. Big Band ganz vorne dran, denke ich mal. Ja, du programmierst ja auch Stadtgarten? Ja, nein, ich programmiere kuratiere eine Reihe im Stadtgarten, Okay. Also meine eigene Reihe. Ja. Mit der ich einmal im Monat, also dann aufs Jahr verteilt, 7 Konzerte im Jahr mache. Und das ist natürlich auch eine ganz besondere Sache, die mir sehr am Herzen liegt und unheimlich viel Spaß macht. Ja. Ja. Du hast ursprünglich mit dem Schlagzeug begonnen, habe ich gelesen. Mhm. Und hast dann auf Saxophon gewechselt. Wieso hast du gewechselt überhaupt? Gibt es einen Grund, Zufall? Ich glaube, das war so der Punkt, dass meine beiden Eltern, die sind beide Hobby-Jazzmusiker mein Vater spielte und spielt immer noch Flügelhorn und Trompete und meine Mutter, die hat gesungen und hat sich aber auch irgendwann für Saxophon interessiert und angefangen Stimmen zu nehmen und dann hatten wir das Saxophon zu Hause stehen und irgendwie hat mich das unheimlich angezogen, dieses Instrument und da habe ich ein bisschen mal rumprobiert und dann die Ohren immer mehr aufgemacht und dann auf die Saxophonisten, auf den ganzen Platten geachtet, die ich so gehört habe und und irgendwann ist so ganz automatisch der Wechsel gekommen, da hat mich das Saxophon eigentlich gar nicht mehr losgelassen. Hast du dir das meiste zunächst selbst beigebracht oder hast du gleich die richtigen Lehrer zum Glück gefunden? Also ich habe das meiste mir selber beigebracht, auch durch die Umgebung, wo ich aufgewachsen bin, in der ich aufgewachsen bin. Mein Bruder, der ist ja 4 Jahre älter und ist Kontrabassist. Ist der Bassist der NDR Big Band seit 10 Jahren jetzt auch und der war natürlich immer ein bisschen weiter als ich, und nicht nur ein bisschen, sondern immer viel weiter als ich. Und von dem habe ich immer unheimlich viel gelernt, was so Harmonien betrifft und Timing und solche Geschichten. Ich habe natürlich viel mit meinen Eltern gespielt in den Bands und da lernst du natürlich auch immer viel, also immer mit Älteren zu tun, die schon besser sind und so weiter, die dir immer was erklären.
und sagen können. Und ich hatte auch eine Zeit lang richtig Unterricht bei einem tollen Saxophonisten bei uns aus der Gegend. Mhm. So, das war so eine Kombination aus allem. Ja, und bist du dann so mehr weniger schrittweise in die Profiszene oder in das professionelle Spielen hineingerutscht? Oder gab es irgendwann einen Knackpunkt, wo du gesagt hast, beim Konzert oder bei dieser CD, genau das will ich jetzt und ja. Jetzt mach's jetzt aber... geht die Post ab, ich also ich, ja, ich, also ich glaube, ich habe, also als Kind habe ich mich da schon, hat mich die Musik schon immer total angezogen das war eigentlich gar keine, nicht so eine Entscheidung, auch was mache ich da jetzt mit, sondern ich war halt immer in der Musik drin und das wurde dann halt eben auch immer mehr durch die Bands und so, und dann kam ich in eine Big Band, wo mein Vater auch drin gespielt hat, bei uns in der Nähe, ne, die dann so regelmäßig gespielt haben. Dann kam irgendwann der Wettbewerb Jugend Jazz, das ist natürlich schon eine sehr wichtige Sache. Naja, vorher habe ich schon auch die Konzerte, das will ich eigentlich sagen, also die Umgebung meiner Eltern und die Amateurumgebung und dass ich die Konzerte, die ich besucht habe, die haben auf jeden Fall dazu geführt. Ich habe irgendwann Wolfgang Engsfeld live gesehen und habe mir gedacht, ja, Wahnsinn, das ist ja unfassbar. Das bei dem du so später studiert hast. Genau, oder? Ja, ja. Genau. Ja, und dann kamen dann die Big Bands, Jugend Jazz ist zu Wettbewerb, ganz wichtige Sache, Jugend Jazz Orchester in Nordrhein-Westfalen. Wir haben jetzt gerade 45-jähriges Jubiläum gefeiert oder feiern noch. Und Bujazzo, und dann war ich noch in der Schulzeit auch bei Tilo Berg in der Big Band, der von Mons Records hier meine Platten rausbringt. Ja, das war so, so ging das so automatisch. Das klingt so automatisch, über. Klingt so leicht und so ja. Einfach. Also es ist auch was für dich auch so empfunden, dass du sagst, wow, jetzt kommt das, jetzt nehme ich das mit, so, ich bin jetzt so auf dem Hochsprung unterwegs so? Oder? Nee, das habe ich nicht so empfunden, das war einfach relativ natürlich alles eigentlich, ne? Weil man lernt sich eben auch in diesen Jugendjazzorchestern und Bujazzo, der lernt man sich kennen, dann spielt er eine, dann hat beim Bujazzo war die halbe Saxophon-Section und auch von der Trompeten-Section waren Leute, die schon in der Bobby Burgess Big Band in Stuttgart gespielt haben. Und mit denen habe ich wiederum, die waren damals auch in Köln, also dann hat er gesagt, haben sie für mich gefragt, wir finden die mitspielen und dann sind wir hin und her gefahren. Es gab keine schweren Zeiten oder so, wo du irgendwo mal gezweifelt hast oder so, schaffe ich das oder so, überhaupt nicht, das ist alles so. Nee, das hat sich einfach so wirklich so entwickelt ergeben. Alles. Ja. Und letztendlich, nicht letztendlich, aber unter anderem bist du natürlich jetzt auch seit 14 Jahren. Ja, ja, stimmt, ja. Stammmitglied natürlich. Mhm. Vorher wollte ich noch fragen, wieso Tenorsaxophon? Zufall oder wirklich ausgesucht? Meine Mutter hat in der Tat alt gespielt, da habe ich mit angefangen. Und das hat sich dann tatsächlich auch relativ, nicht wirklich zufällig, aber irgendwie haben mich die Tenorsaxophonisten dann am Ende doch, Wolfgang Engsfeld, so diese Live-Situation, da war ich auch unheimlich oft mit meinem Vater in Den Haag damals im North Sea Jazz Festival, da habe ich dann die ganzen großen Leute irgendwie gesehen und also Sonny Rollins Platten gehört und Suits Sims und so, und da dachte ich, ach ja, irgendwie ist Tenor deins, das ist doch meins. Ja, und jetzt natürlich Tenorist, seit vielen Jahren mittlerweile WDR, Big Band, wahrscheinlich eine der besten Big Bands der Welt, mit Sicherheit. Mich würde interessieren, aus deiner Sicht, was muss ein guter Big Band Musiker, nicht nur Saxophonist, was braucht er? Disziplin? Also er braucht immer auch selber gelernt, Disziplin, Satzdisziplin, oder? Ja, also ich glaube, also ganz voran steht einfach auch vor allem die Liebe zum Big Band Spiel. Man muss das wirklich lieben, weil das ist so eine Art zu spielen, da entscheidet man sich ja für im besten Fall, dass man Big Band spielt und man macht das nicht, weil man es muss oder so, sondern also da muss man eben eine große Liebe und ein großes Interesse für haben. Und dann eben auch, denke ich, wissen, was der Platz ist, den man da einnimmt in der Big Band, nämlich Teil des Ganzen zu sein, ne? Und Teil des Gesamtsounds zu sein, Teil des Klangs, den sich der Komponist, Arrangeur ausgedacht hat, vor Augen in seinem Kopf hat. Aber auch Teil des Personals sozusagen zu sein. Und das finde ich dann wieder ganz besonders spannend, so als Tenorist eben Teil der Saxophon-Section zu sein und meinen Platz zu finden, wie ich da zu klingen habe, wie ich dem Liedartisten folge,
Ja, das finde ich einfach unheimlich spannend. Das ich nach wie vor immer noch entdecke ich wieder neue Sachen und hat Spaß miteinander und verschiedene Persönlichkeiten. Ja, ihr spielt ja sehr unterschiedliche Musik. Mhm. Ihr habt gerade, glaube ich, aufgenommen, was war das? Massio Parker, glaube ich. Ist das schon eine Weile her, genau. Aber jetzt Maria Schneider jetzt vielleicht, den Mann habe ich gelesen. Ja, genau. Also extreme Unterschiede. Ja. Und auch Bob Minzer natürlich, sind auch reizvoll. Ja. Wie schafft ihr das so umzulegen, weil die Stile doch anders sind? Mhm. Das ist ein Unterschied, ob ich jetzt mit Utrechtmann Tapper spiele, wo es mit Energie und schnellen Tempis und Rhythmik zugeht und dann mache ich wieder was relativ einfaches Laidback. Also wie schafft ihr das? Ist es jetzt auch in der Probenvorbereitung dann auch so konzipiert, dass man sich wirklich explizit auf diese Grooves vorbereitet, oder könnt ihr einfach den Schalter im Satz umlegen, beziehungsweise in der Band? Ach, also das Tolle ist ja bei uns, dass wir die Situation haben, dass wir wirklich gute, lange Probenzeiten haben. Ja. Also für ein Projekt haben wir meistens eine Woche Zeit ungefähr, das einzuproben und auf dem Weg ist das wahrscheinlich auch für jeden so, stellt man sich ganz automatisch wieder auf die neue Situation ein oder auf den neuen Leiter oder auf die neue Musik, die dann kommt. Das ist manchmal schon irre, ne, wenn man drüber nachdenkt. Ja, ne? Also wenn man die Diskografie sieht und liest, denkt man, wow, also wie kann denn das so funktionieren? Ja. Aber natürlich ist die Routine da, die Qualität, die Technik, das ist natürlich auch alles, die Erfahrung ist da. Ja, und das Schöne ist natürlich auch, dass unsere Gäste, die wir haben, auch für uns schreiben. Auch, ne? Das ist halt auch wieder, deswegen sind so viele Arrangeure und Komponisten da gewesen, die uns ja auch schon eine Weile kennen. Und obwohl sie dann sehr unterschiedlich schreiben, natürlich schreiben sie doch für uns auch in einer Art und Weise. Und ich glaube, das macht das auch noch mal natürlicher, so diesen Switch zwischen den Stilen eigentlich. Ja. Was ich auch spannend finde bei euch im Saxophonsatz, ihr seid ja jetzt nicht alle, aber alle in etwa im gleichen Alter. Die Caroline Straßmeier ist im gleichen Jahrgang wie du und der Johann ist, glaube ich, etwas älter, aber fast ist jetzt ungefähr ein Jahr ungefähr. Also das ist eigentlich auch eine Besonderheit. Mhm. Ich habe die Caroline leider jetzt bisher noch nicht gefragt, aber was mich auch interessieren würde, wie werden Musiker in der WDR Big Band ausgewählt? Kann man sich das so vorstellen wie beim Symphonieorchester, dass man hinterm Vorhang spielt und vier, fünf Runden bestehen muss? Oder wie wählt ihr diese Musiker aus? Genau, nee, das ist bei uns nicht so. Entweder wird eine Stelle ausgeschrieben oder wir haben Leute, die wir interessant finden für die Stelle, die es dann in dem Moment dann gibt. Und dann fragen wir die und laden die ein und es bewerben sich natürlich auch einige. Mhm. Ne? Und dann spielt jeder, also es gibt kein klassisches, wie in der Klassik, ein Vorspiel. Ja, ja. Probespiel und so. Ja, ja. Probespiel, sondern ein Probespiel gibt es im Sinne wohl, aber das ist dann eine Produktion. Die Leute werden dann für die Produktion eingeladen und spielen dann einfach die Produktion mit, die dann auch laufen. Mhm. Und so, denke ich, hat sich auch sehr bewährt, auf die Art und Weise zu machen, weil auf die Art und Weise lernt man sich einfach gut kennen. Ja. Sowohl musikalisch als auch persönlich. Mhm. Ja. Ist es jetzt ein demokratisches System im Prinzip, wo ihr irgendwo auch ein Mitspracherecht habt? Oder gibt es da? Ist es das? Also die Sections, um die es dann geht, die wählen dann sozusagen den Kandidaten oder die Kandidatin aus, auf den sie sich dann geeinigt haben. Und dann geht das so seinen Weg. Ne? Aber es ist jetzt also in Ansprache mit dem Management natürlich und so weiter, aber die vertrauen uns natürlich da auch. Ja, aber es ist nicht im anonymen Modus oder so, wie man meinen würde, okay, ich kenne jetzt, weiß jetzt gar nicht, wer da hinterm Vorhang spielt, sondern es ist schon sehr persönlich auch, weil es auch mit Improvisation zu tun hat. Genau. Denke ich auch, das Ganze. Das ist unheimlich persönlich, das ist ja auch eine unheimlich persönliche Arbeit, das ist eben auch was... Ja. Wenn du gefragt hast, was muss man mitbringen, in der Band zu spielen, das ist eben auch etwas, auf das man sich einstellen muss, ne? Dass man halt wirklich mit vielen Leuten nahe zusammenspielt und vielen Persönlichkeiten, die alle starke Persönlichkeiten sind. Und das muss man auch wirklich wollen. Und wenn man da eher Individualist ist und dann ist es vielleicht nicht so der Job. Ja.
Ja. Ne? Ist es dann für dich so auch die Abwechslung? Ich meine, du hast wirklich starke Solo-Projekte ständig am Laufen, führst dir fort deine eigenen Ensembles auch als Sideman. Ja. Und dann natürlich noch die Big Band dazu. Ja. Also es ist ein großes Pensum, das du ständig absolvierst. Ja. Aber ist das auch dann für dich, wo der Reiz hier, das Big Band-Format, sagen wir mal so, wo du genau deinen Platz weißt, was zu tun ist in der Section. Mhm. Und dann natürlich ja, die pure Kreativität oder der freie Flug im Ensemble. Ja, ich finde das auch schon ganz wichtig, dass ich die, also die Balance ist für mich schon immer wichtig gewesen. Ja. Ich liebe Big Band spielen, unglaublich, ich höre auch einfach immer noch wahnsinnig gerne Big Band immer wieder und so weiter. Aber ich brauche die Balance ist für mich schon sehr wichtig, ja. Ne, dass ich auch die kleinen Besetzungen habe. Und ich habe auch sehr früh einfach auch schon angefangen, in kleinen Bands zu spielen und auch dadurch, dass ich zu Anfang 20 mit dem Ack van Rooyen im Quintett gespielt habe. Ne, da hat sich sowieso schon so festgesetzt, dass das auch ein Leben ist, dass ich genauso leben will wie das Big Band spielen. Das gut funktioniert einfach auch durch das solistische Können im Prinzip auch, ja? Ja, genau, ja. Aber auch vor allem dieser Austausch in der kleinen Band und so weiter und die, ja, die Spielweise in der kleinen Band war mir immer total wichtig und auch so als Sideman zu sein, das finde ich auch immer unheimlich, auch, macht mir bis heute immer wahnsinnig viel Spaß, ist immer unheimlich herausfordernd und schön und selber Projekte ausdenken. Ja, und da achte ich schon auch sehr darauf, dass ich eine gute Balance zwischen Orchester, Big Band spielen und wie viel Luft bleibt denn da noch? Also so aus dem Nähkästchen geplaudert, da wird es wahrscheinlich Arbeitsphasen geben an der WDR Big Band, so im Halbjahr voraus geplant und dann könnt ihr in diesen Pausen im Prinzip... Wir sind ja wirklich ein fest angestellter Klangkörper, ja. Ne? Und wir arbeiten das ganze Jahr durch. Ja. Ne? Also im Extremfall probt ihr tägllich? Ja. Ganz ordentlich und sauber und brav, ja. Genau, ja. Wir proben täglich, so kommt ja eine Produktion, schließt sich der nächsten an. Ja. Ne? Am Ende jeder Produktion gibt es von einem bis mehrere Konzerte oder jetzt haben wir auch wieder eine CD-Aufnahme gemacht mit Bob Minzer zum Beispiel. Mhm. Und genau, so geht das über das ganze Jahr. Und wir wissen auch schon lange im Voraus, wie das Jahr gestaltet ist. Ne? Und dementsprechend können wir eben auch, haben wir die Übersicht, Sachen annehmen zu können oder selber was organisieren zu können, wie das dann passt in unseren Plan. Ne? Eine Spezialfrage natürlich, weil ich den absoluten Big Band Saxophonist-Experten hier habe. Wie siehst du die Sitzreihe? Also es gibt ja so diese Philosophien. Die Alt-Saxophone oder das Lied innen oder erstes Alt, zweites Alt und dann die Tenöre. Wie entscheidet ihr das? Ich habe jetzt nicht genau verfolgt, wie ihr das macht. Also wir haben eigentlich eine klassische Big Band Ausstellung, so wie die meisten klassischen amerikanischen Big Bands das auch gemacht haben. Ellington Bass, wie auch immer, wo die beiden Altsaxophone halt eben in der Mitte sind und die beiden Tenorsaxophone aber außen sind. Ne? Mhm. Und dann, also wenn man jetzt vom Publikum auf die Section guckt, ne, dann hat man von links nach rechts erstes Tenor, zweites Alt, erstes Alt, zweites Tenor, Bariton. Das ist so die klassische Aufstellung und die machen wir auch, weil die auch also für den Klang einfach die ist, die sich am meisten bewährt hat. Ne? Wenn man Akkorde schreibt zum Beispiel, dann kriegt man durch diese Aufstellung einfach den breitesten Sound. Mhm. Man kann natürlich immer noch hin und her, früher war die WDR Big Band stand, war auch so, dass die beiden Tenöre, also wenn man auf die Band geguckt hat, war zweites Tenor, erstes Tenor zusammen. Genau, und dann erstes als zweites als Bariton. Aber ihr wechselt das nicht durch, ihr tut das nicht wechseln. Nee. Ihr belässt das einfach. Genau, also die Aufstellung hatte die WDR Big Band früher, so als ich sie noch als kleiner Pimpf auch miterlebt habe und im Konzert miterlebt habe, da war die Ausstellung so. Irgendwann haben sie das geändert. Ich glaube, die NDR Big Band steht auch so mit den Tenören nebeneinander, so viel ich weiß. Das sitzt so, ja. Also das ist eine Geschmackssache. Also der Peter Herbertsheimer hatte eine ganz interessante Ausstellung, die ich auch toll finde. Die
die ich so, wenn ich mal, ich habe auch eine eigene Big Band, mit der ich dann immer eine Reihe spiele, wenn ich das nehmen wir jetzt auch mal ausprobieren, mal wieder da mal zu gucken. Vielleicht? Ja, da können wir noch drüber nachdenken. Aber da, wo das Bariton dann innen ist, ne? Ja. Und die Bassposaune und Bariton innen ist, das ist auch eine ganz spannende Aufstellung. Ja. Ja. Ja, aber es bleibt immer so, dass die Altsaxophone in der Mitte sind. Ja, klar, also, dass sie zentral sind. Das ja. Sein, ja. Ja, genau, gut zu hören. Hat dir das Big Band-Spiel auch im kleinen Ensemble, fürs kleine Ensemble geholfen? Ist oh das, ja. Das hast du damit, also auch bewusst, jetzt nicht nur unbewusst, sondern okay, diese, ich denke immer, wenn ich Big Band, also aus meiner Big Band-Zeit habe, Big Band ist Disziplin, ist Genauigkeit, extreme Genauigkeit, wenn man sich abstimmen muss und so, also diese Genauigkeit oder was, an was denkst du dazu zunächst, wenn du so diese Transformation? Ich glaube einfach so, dass das Spiel miteinander ist, glaube ich, das, was man mitnimmt. Mhm. Also man muss in der Big Band auch die Ohren unheimlich offen haben für den Sound vom Nebenmann und von der ersten Trompete und von der Posaune, die hinter einem sitzt, mit der man auch viel zusammenspielt zum Beispiel. Ne? Das ist ja dann bei der Big Band eben auch nicht nur Noten ablesen, sondern wirklich wissen, was verstehen und wissen, was die eigene Stimme tut und was sie für eine Funktion hat und mit wem sie zusammenspielt und so weiter. Und ich glaube, diese Aufmerksamkeit, die, also ja, an die würde ich, glaube ich, denken, wenn ich so eine Connection zur kleinen Besetzung nehmen würde. Ja. Spielt ihr denn mit Kontrollen auch auf der Bühne, sodass ihr, oder ist es wirklich Sound pur, also der von hinten kommt dann für euch? Also was wir als Bläser von den Bläsern hören, das ist das, was also wir also Trompete auch, und so, klar. Genau, ja, die sitzen und die stehen. Ab und zu braucht man, je nachdem, wie die Bühne ist, braucht man natürlich auch einen Monitor mal für Schlagzeug oder so, oder wenn man selber für einen Solist halt. Ne? Aber ihr habt jetzt nicht die Gitarre oder das Klavier, oder wenn es nötig ist, dann habt ihr einfach die Monitore vom Klavier, oder haben wir auch. Wird das eingerichtet? Genau, dann kann man zum Beispiel in so diffizilen Stellen, zum Beispiel ein erstes, zweites Alt oder so, wenn die so Flötenstimmen spielen haben, genau, mit dem Klavier, Unisono oder sowas, und das ist dann wirklich akustisch ja gar nicht zu hören. Ja, klar. Auf die entfernen zum Beispiel, dann lässt man sich dann ein bisschen Klavier auf den Monitor geben oder so. So. Müssen wir unbedingt zurückkehren zum Saxophon. Es ist ja eigentlich ein Saxophon. Oh ja, okay. Also, natürlich. Brennend interessiert mich dein Setup, was du spielst. Du spielst, glaube ich, Max 6, oder? Nummer ist mir eigentlich jetzt egal, aber ein Stück und Blätter, was verwendest du da? Ja, also erstmal, in der Tat habe ich schon immer Mark 6 gespielt, aber auch immer mal wieder Ausflüge woanders hingemacht, aber halt einfach immer gemerkt, dass das doch meins ist. Mhm. Also, und da habe ich ein schönes oder drei schöne, und das ist super, ein bisschen relativ tiefe Nummern sind das. Und, alle drei? Genau. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Silbernes dabei, das sind 120.000, das ist auch total toll. Und merkst du, also es gibt ja viele Mythen um das Max 6, Aber letztendlich muss man jedes ausprobieren. Ja, genau. Also das ist eigentlich das einzige Kriterium. Aber man zu gehen, ist sehr riskant. Man kann eine beliebte, meistgesuchte, fünfstellige Nummer haben. Da ist das eine fantastisch und das andere ist so lala. Ja, genau. Ja. Also, ist auch so, okay. Ja. Ja, und Mundstücke, da habe ich ziemlich viel, weil ich auch so ein bisschen so ein Mundstücksammler immer gewesen bin, obwohl ich jetzt eigentlich so im Prinzip so alles habe, so was ich immer mal so haben wollte. Und komme wirklich zum Spielen eigentlich immer nur wieder zurück auf meinen Florida 8-Stern-Link mit Dall. Und das ist eigentlich immer. Das andere macht dann Spaß, ein bisschen rumzuwechseln und mal auch so ein Stück auszuprobieren, die man einfach so kennt, auch von Platten, so zum Beispiel, was der Bob Burke in den 90er, 2000er Jahren gespielt hat, François Louis. Da habe ich dann altes der Zeit auch, das ist natürlich toll, ne? Und das macht mir Spaß. Und Bill Evans, der Saxophonist, der baut selber Mundstücke. Sozusagen, also nicht sozusagen, sondern wirklich eine genaue Kopie seines Guadala, erste Runde Guadala. Ne? Das ist auch ein fantastisches Mundstück, das war auch unheimlich Spaß zu spielen. Ja, dann will ich natürlich auch ein gutes Dukov haben. Also man doch nicht drauf spielt, aber es macht dann einfach schön. Kein Mikrofon mehr brauchst. Nee, genau. und Blätter wechseln. Also bist du also unkompliziert, oder bist du ein Blatttüftler? Also ich bin
nicht, ich glaube leider nicht so sehr unkompliziert, weil es doch immer wieder die lebenslange Suche nach den guten Blättern ist. Und ich spiele auf dem, also sowieso auf allen Musiken, die ich habe eigentlich, spiele ich zweieinhalber Blätter, mhm. Marke, Rigotti. Rigotti, was sonst, ja. Oh ja, ist das so? Ja, eigentlich, es hat sich mittlerweile, es sind immer so Trends. Oh ja, genau. Glaub, früher waren es so Alexander, habe ich auch immer früher gesagt. Oh ja. Und jetzt, es hört man immer Rigotti. Ja, da bin ich wirklich begeistert von. Von der Haltbarkeit her, denke ich, oder? Ja, und da finde ich einfach unheimlich viel. Ne? Ja. Und, aber das ist ja auch so wahnsinnig persönlich, das ist ja irre. Ne? Also ich würde da auch niemals irgendwie ein Urteil über irgendwelche Blätter fällen, nach all den Jahren, in denen ich alles ausprobiert habe und mich mit anderen Kollegen darüber unterhalten habe. Wo ich dann höre, was der eine Kollege für Blätter spielt, der vielleicht dasselbe gleiche Mundstück hat oder sowas und spielt vollkommen andere Blätter darauf, wo ich sagen würde, oh, da könnte ich überhaupt nicht drauf spielen. Ja. Also das ist so auch so persönlich. Ne? Aber damit komme ich jetzt gut zurecht und die Stärke ist sowieso für die Öffnung Mundstück, glaube ich, wirklich eine, also funktioniert für mich wunderbar, weil da hast du eben alles, du hast Kontrolle genug. Mhm. Es ist aber auch leicht genug, ein zweieinhalber beim auf dem 8-Stern-Link, dass du, also hast du Widerstand genug, laut zu spielen und hoch zu spielen zum Beispiel, so im Lehbereich zu spielen, aber eben auch Flexibilität genug, um wirklich Subdown zu spielen und leise zu spielen. Das ist nicht modifiziert. Also das ist wirklich ein normales Florida-Link. Ja, ja, genau. Also keine Spezialbehandlung durchlaufen. Nee, zum Glück nicht. Das ist so wirklich okay. Aus der Zeit cool. Noch. Ja. Genau, ja, ja. Du bist noch nicht bei Kunststoffblättern angekommen? Nein, das wird das funktioniert eigentlich. Ja. Also für mich funktioniert es überhaupt nicht. Nee. Die Klassiker machen das sehr stark jetzt mittlerweile schon. Ja. Da gibt es gute Systeme. Ja, im Jazz ist es sehr spannend. Nee, das funktioniert nicht. Genau, weil da ist es halt, das ist auch der spannende Unterschied zwischen klassischem und Jazz-Saxophon. Das sind ja vollkommen andere Parameter, die einem da wichtig sind. Ne? Halt in der Klassik braucht man eben keine Nebengeräusche zum Beispiel. Ne? Und das ist ohne Nebengeräusche könnte ich gar nicht leben zum Beispiel. Ja. Ne? Ja. Und genau, und das erreiche ich auch. Und das funktioniert bei mir mit der Stärke Blätter. Wenn ich zum Beispiel stärkere Blätter, wenn ich da hochgehe, dann gehen so ein paar Sachen weg, die mir halt wichtig sind. So Subtone, wirklich flexiblen Subtone zu haben. Und so Sachen gehen dann weg, das finde ich dann schade und deswegen bleibe ich bei der Sache. Bist du dann so 2-3 Blätter so parallel so oder verheizt du schon? Ja, ich habe also schon immer ein paar da, die die ich so rund im Rund spiele. Ja. Und was würdest du mikrofontechnisch empfehlen, dem breiten Saxophonvolk? Was spielst du? Oder auf was schwörst du? Also das kommt drauf an. Also wenn ich kleine Besetzung spiele dann, und verstärkt spiele, dann fühle ich mich eigentlich am wohlsten, am liebsten eigentlich mit einem Wireless-Clip-Mikrofon sogar. Okay. Das ist jetzt vielleicht nicht immer so der, also wenn man zum Beispiel, das klassische Saxophon, gerade für Tenor-Mikrofon, ist das Electro-Voice L20. Genau, L20. Ne? Live sowieso, denke ich mal. Genau. Im Studio werdet ihr wahrscheinlich schon andere Sachen machen, oder? Ja, genau. Da haben wir Neumänner und das finde ich auch super. Da gibt es aber auch die, zum Beispiel, ich weiß jetzt gar nicht genau. Also gibt es auch die kleinen Neumänner TLM-102 oder so heißen die zum Beispiel, die sind auch ganz fantastisch, wenn man bei diese großen Neumänner, das ist natürlich auch nicht teuer, wenn man sich sowas kaufen will. Kleine sind auch ganz toll. Und für Live ist eben so ein L20 ist das natürlich das Tollste. Für Tenor nur ist man dann natürlich immer so ein bisschen gebunden an das Mikrofon und so. Und deswegen, ich mache das eigentlich sehr gerne so mit so einem Wireless. Und Sennheiser, das ist sehr gut. So eine Schuhe, das ist auch sehr gut. Natürlich die, da komme ich immer nicht drauf, wie die heißen, komme ich jetzt nicht drauf. Die sind natürlich auch sehr, sehr gut. Ja, die sind wahrscheinlich die besten. Und so mal. Okay, und dann ist das Paket zusammen. Mhm. Jetzt noch ein paar Sätze vielleicht zum Üben. Welchen Weg würdest du empfehlen? Natürlich, Jazz ist natürlich ein sehr spezielles Überfehl, was sehr persönlich ist natürlich vom Ausdruck her. Aber wie war dein Weg über Transkribieren und Hören und Etüden oder. Nee, also Etüden zum Beispiel, sowas habe ich nie mehr. Ich habe auch ziemlich spät, ehrlich gesagt, erst Noten lesen gelernt. Das
weiß nicht, ob ich das empfehlen muss, aber obwohl es hat dazu geführt, dass ich halt eben sehr viel übers Gehör einfach gemacht habe am Anfang und das war sicher auch nicht verkehrt. Ja. Und naja, ich habe also wirklich sehr, sehr viel gespielt einfach und habe auch mir viel Sachen abgehört, wobei ich nicht so ein Transkribierer gewesen bin. Der dann jetzt so komplette Solos aufgeschrieben ist, finde ich immer sehr beeindruckend, wenn Leute das gemacht haben. Aber irgendwie habe ich die Ruhe nicht für gehabt, zum Beispiel irgendwelche Passagen dann zu nehmen, die mich eigentlich auch gar nicht vielleicht so interessieren oder sowas von dem Solo, sondern ich habe immer die Sachen rausgesucht, oh, das ist Ceres, was er ja spielt, oder wow, was spielt er. Also so einzelne Stellen rausgesucht. Ja, und dann ist es eigentlich so ein bisschen so ein Vokabular zusammenstellen eigentlich, ne? wie man so eine Sprache lernt irgendwie. Ne? Dann ist man in einem Land und lernt die oder so und dann hört man jemanden sprechen und dann, ah ja, das ist doch eine coole Ausdrucksweise oder das lustig. Hast du dann explizit so diese Licks auswendig gelernt und durch den Quintzirkel gejagt oder so? Nee, wie kann man sich das vorstellen? Ich bin nicht so ein Wahnsinnskonzept. Okay, kein konzeptioneller Über gewesen. Also du hast wahnsinnig viel geübt. Transkriptionsbuch hast du nicht, ein Phrasenbuch oder ein Lickbuch oder so, wo du quasi das hier notiert hast, was du brauchst. Ja, ich habe ja schon so einzelne Zettel, ne? Dann haben wir draufgeschrieben und dann geguckt, wo jemand was gespielt hat und so. Und dann habe ich halt gleich versucht, das irgendwo einzubauen oder zu benutzen halt und so weiter. Und damit bin ich natürlich auch eine sehr lange beschäftigt immer gewesen. Also ich habe unheimlich viel geübt, als ich noch in der Schule war, da habe ich natürlich sowieso, aber das ist natürlich immer eingeschränkt durch den Schulbesuch. Ja. Und als ich dann endlich dann damit fertig war und dann in Köln war und das habe ich auch über mich genossen. Ne? Die Tage, also eigentlich immer bestimmt 6, 7, 8 Stunden irgendwie geübt und wir haben uns getroffen auch und haben zusammen gespielt. Also viel hören, das ist eigentlich, glaube ich, das Allerwichtigste. Ja. Viel hören. Und viel spielen. Und sowohl mit Gleichaltrigen und Kumpels und so weiter, wo man Sachen ausprobieren kann und so weiter, aber auch immer mit älteren Spielen, die einfach weiter und besser sind und davon lernen. So keine Angst haben. Nee. Und genau diese Kombination aus sehr viel hören und sich Sachen rausziehen, irgendwann kommt das unterbewusst auch und so weiter und dann halt in der eigenen Umgebung ausprobieren, sich ausprobieren, nicht sofort an Ergebnisse denken und Plattendeals und irgendwas, sondern machen, spielen. Und, du spielst ja unglaublich so hippe Lines, wie man so sagen möchte, so unglaublich abgespaced, so wie meine Kollegen sagen. Spielst du die dann mehr oder weniger, ist es ein Soundeindruck, den du da irgendwie im Kopf hast? Also das ist dann nicht irgendwie ausgecheckt, was du dann spielst, so wenn du über die... Ich weiß schon, was ich spiele. Ja, aber in dem Moment, also denkst du dann eher in Klangfarben? Nee, ich denke schon so, also für mich ist auch Spielen einfach wie Sprechen eigentlich, also die Sprache, das ist so... Aber du denkst jetzt nicht, dass du sagst, okay, jetzt spiele ich alteriert und jetzt spiele ich Halbton, Ganzton im nächsten Mal. Nee, also nicht so. So denkt man ja nicht beim Spielen. Nee, denkt man, würde man beim Sprechen ja auch nicht denken. Ja, genau. Man wird jetzt zwischen den, jetzt spricht man ein bisschen bayerisch, hamburgerisch und so, das machen wir auch nicht. Ne? Aber man hat sein Vokabular und übernimmt ja auch von dem und dem mal irgendwie eine Phrase, auch im Sprechen meine ich. Aber hast du es dann bewusst einfach diese Phrasen, die angeeignet schon auch? So, klar, auf jeden Fall. Weil das ist es ja, was es ist. Jazz ist, ist halt eine Sprache mit wahnsinnig vielen Dialekten und man muss sich einfach die Sprache ja drauf schaffen, um sprechen zu können. Das ist halt wie ein Vokabeln auch. Ne? Ja. Da muss man... nur das, was man damit macht, da geht es ja drum. Ja, klar. Jeder Sprache bringt es auch nicht, wenn man jetzt irgendwie tolle Ausdrücke kennt, aber irgendwie nichts damit sagen kann. Ne? Ja, genau. Was würdest du aus der heutigen Sicht unbedingt nochmals genauso machen? Also der Wechsel auch, also diese Entwicklung. Gibt es im Punkto also eigentlich alles richtig gemacht, wenn man zurückschaut? Oder hättest du vielleicht das eine oder andere ein bisschen früher gemacht? Oder? Nee, ich würde sagen, das hat sich alles so auf die so eine natürliche Weise ergeben und entwickelt alles, dass ich eigentlich
Also eigentlich damit ganz prima zufrieden bin. Ja. Manchmal denke ich, auch sag ich mal, keine Ahnung, 30 Jahre früher geboren oder sowas, das hätte ich dann noch, okay, auch noch ein bisschen. Du hattest nie die Pläne, jetzt ins Ausland zu gehen, jetzt wie einige, sagen wir, die es nach New York ziehen, nee, oder so. Das, nee, war jetzt nicht dein Thema. Nee, da hatte ich, das hat mich nie interessiert, weil die Szene und die Leute bei uns hier immer wahnsinnig interessant und fruchtend war. Ja. Und dadurch, dass ich eben auch so früh mit Ad van Rooyenveen in Holland war, hat sich dann diese Szene auch noch sowieso noch mal vergrößert. Und ich habe auch sehr viel schon gespielt, auch professionell, auch während des Studiums, weil ich habe eigentlich auch nicht wirklich studiert, das muss man vielleicht sagen, aber das finde ich jetzt auch alles, also würde ich jetzt auch nicht sagen, auch hätte ich mal ganz ordentlich studiert oder sowas, also dadurch, dass ich das nicht mehr gemacht habe, habe ich halt wahnsinnig viel gespielt, ja, ganz unterschiedliche Sachen, auch gar nicht, teilweise auch gar nicht unbedingt Jazz oder so, sondern alle möglichen Sachen, einfach professionell gearbeitet, auch als Musiker, das finde ich auch mal unheimlich wichtig, dass ich, das war so auch mein Anspruch, dass ich wirklich als Musiker arbeiten kann und da mein Leben auch mit verdienen kann und so weiter. Und das finde ich halt auch wahnsinnig wichtig, fand ich immer wichtig. Und das ist einfach immer mehr geworden. Ja, genau, das war, Entschuldigung, ja, genau, das war dann auch der, weil ich gerade den Faden verloren habe, auch der Grund, warum mich ein Auslandsaufenthalt nicht so sehr gereizt hat. Weil du sowieso beschäftigt warst. Ja, genau, und das hätte ich auch dann verloren und so weiter. Nee, ich habe mich immer so sehr gut gefühlt. Ja, es war alles perfekt gelaufen sozusagen, so im Glücklich, kann man schon so sagen. Ja, also zumindest so, wie ich wie ich damit zufrieden bin halt. Ja, ja, klar. Ja, wunderbar, Pop. Ich könnte natürlich noch jetzt stundenlang weiter. Ich muss zum Essen gehen. Ja. Jetzt machen wir noch 5 Rapid-Fire-Questions. Ja. Schnelle Frage, schnelle Antwort. Mhm. Was würdest du vom Beruf her sein, wenn du dich nicht für die Musiklaufbahn entschieden hättest? Keine Ahnung. Gibt es keine Alternative in dem Sinne? Hat es nie gegeben? Nee, gab's. Okay, cool. Ja. Was war die letzte CD, die du gekauft hast? Ich habe gerade die Deluxe-Version von Kind of Blue gekauft. Okay. Ja, ja, weil da noch so ein paar Outtakes drauf sind. Und, okay. Super. Du kaufst schon noch CDs, du streamst nicht? Weil ich bin jetzt auch auf Streamen und so. Also ich streame schon. Du streamst schon auch schon. Ja, ja, klar. Ja. Geht auch gar nicht anders. Ja. Nee, sind auch praktisch. Das Beste wird gekauft oder so dann wahrscheinlich. Ja, so ein paar Sachen so. Ja, genau. Ja. Was ein schönes Booklet dabei ist. Ja, ja, so. Das ist der Nachteil. Schön, genau. Ja, das was war das schönste oder beste Konzert in deiner Erinnerung, das du besucht hast? Das ich besucht habe. Ja. Da waren einige in letzter Zeit. Ich glaube, eins, was mich am meisten beeindruckt hat, so in der jungen letzten Vergangenheit, es geht ja darum jetzt kürzlich, ne? Ich würde sagen, das Bert Jovis Quartett, das ich bei uns in Köln gehört habe. Ja. Ja, okay, ja. Kleine feine Musik. Hm? Kleine feine Musik, würde ich sagen, ja. Ja, ja, also, ja. Muss ja nicht. Also das war auch das Konzert, wo ich kürzlich gewesen bin und das war fantastisch. Ja. Das ist die meistgenutzte App auf deinem Handy? Oh, das weiß ich nicht. Ich habe ehrlich gesagt nichts Besonderes. Das ist flexibel, also du bist kein Handy-Freak, der dauernd drin hängt, sondern... ich gucke schon mal, aber ich habe jetzt... Nee, ich habe keine... Du bist kein, der das Handy irgendwo als zweites Instrument verwendet. Nee. So. Also ja, oder App, dann Spotify. Spotify, vielleicht. Ja, das, okay. Ja, genau, eben hören. Ja. Ja. Letzte Frage, was war die längste Zeit für dich ohne Saxophon? Also, ja. Oh, das war, als meine erste Tochter geboren wurde in der Zeit. Ich glaube, da habe ich wirklich mal 4 Wochen kein Saxophon in der Hand gehabt. Okay, cool. Ja. Gibt's auch. Ne? Jetzt ging bei Jamie Cullum vorbei, der spielt auch heute. Ja. Oh, wow. Cool. Ich glaube, heute. Ja, ja. Wir wollen heute Abend spielen. Ja, der geht auch auf jeden Fall hin, ja klar. Mit seinem Tross. Ja, ja. Okay. Oh, wow. Verfolgst du die Szene, ich meine, die internationale Szene, die macht ja ständig Station auch in Köln und so. Hast du da Zeit noch, dass du auf Konzerte gehst? Jetzt Jamie Cullum oder so, ja? Naja, jetzt auf dem Festival bietet sich das natürlich eh an. Zu Hause, ja, es ist natürlich begrenzt, muss man leider sagen. Ja. Also ich würde natürlich gerne zu mehr Konzerten gehen, als ich kann. Ja, klar. Ne, es gibt immer wieder Konzerte, wo ich denke, auch heute zum Beispiel spielt in Köln bei uns
eine Big Band in Cologne Contemporary Jazz Orchester, tolle Big Band, freie Big Band mit der Musik und mit Michel Herr, den ich sehr bewundere, mit dem ich jetzt letztens auch auf seiner neuen CD mitgespielt habe. Solche Konzerte, dann, ja, die kann man dann eben nicht besuchen, das ist schade natürlich. Ja, ja, klar. Aber ja, was ich mitkriegen kann, kriege ich mit. Nächsten Pläne für die Zukunft, also CD-Projekte schon fürs Jahr 2020 wahrscheinlich schon? Ja, also da haben wir jetzt, also ich habe mit meiner Frau natürlich viel zu tun, die ihre eigene Karriere in Holland hat, aber was CD-Projekte betrifft, machen wir oft Dinge zusammen, da bin ich immer so ein bisschen produzentenmäßig dabei und macht sie jetzt erstmal eine andere CD noch und dann im nächsten Jahr machen wir dann was zusammen, was ich dann produziere. Und ich mache jetzt im Oktober mache ich eine Quartettaufnahme in Belgien mit ganz tollen Leuten. Nathalie Laurier am Klavier und Ricardo Delfra am Bass und Dre Palemas am Schlagzeug. Ja. Und jetzt natürlich draußen die Duo-CD, also die Saxophon. Ja. Mit Roman Schwaler. Ja, gigantisches Saxophon-Duo-Konzept. Genau. Ja, wow, ja. Also unbedingt zu empfehlen. Ich bin total begeistert und habe das eigentlich schon gefressen. Das Ding. Oh, ja. Letzte Frage. Es gibt viele Beispiele, zwei Saxophone und dann sind es meistens zwei Tenorsaxophone. Hat das jetzt einen Grund, verstehen sich die Tenorsaxophonisten wahrscheinlich am besten. Also ich sehe kaum Alt und Tenor irgendwo, ja. Gibt es natürlich auch, aber viel Alt gibt es zwei Tenor, also diese. Ja, also ich glaube ja Alt-Tenor, weil dann halt vor allen Dingen die Konitz Warren Marsh zum Beispiel. Ja, genau. Und das ist natürlich eine Wahnsinnskombination gewesen, aber auch sehr speziell. Und ich glaube, das ist auch so Traditions... Hat gar nichts mit Tradition zu tun, sondern eigentlich... Aber es ist auch so, man sagt ja nicht, sind ja so B-Flat Brothers. Ich glaube, so als Tenorist, und natürlich ist auch der Klang von zwei Tenören natürlich sensationell. Cool, ja. Das mischt sich perfekt. Also mit Alt und Tenor ist wahrscheinlich schon schwieriger. Also ich finde, das sind andere Möglichkeiten. Ja, genau. Ich würde das jetzt auch nicht direkt aufsuchen, sondern Kombination. Aber es hat sich so jetzt ergeben, weil ihr kennt euch ja schon. Aber wir kommen natürlich aus dieser Two-Tenor-Tradition. Ja, und genau. Wir kennen uns schon ewig lang, sind gut befreundet. Und ich habe ihn ganz früher, als wir uns nicht kannten, auch schon immer bewundert als Spieler und so weiter. Und dann, das war natürlich auch mal so ein bisschen so ein Kindheits- oder Jugendträumchen, da mal irgendwie mit dem mal. Abschließend haben wir eine ganz tolle Aufnahme auf YouTube gefunden, vier Tenöre, das Konzert, es gibt glaube ich nur ein, zwei Stücke draußen. Paul Heller, Roman Schwaller, Johannes Enders und ich glaube Toni Lakatos. Ja. Also wow, ja. Richtiger Summit, cool. Gell? Richtig, war es ein ganzes Konzert? Ja, gibt's leider, in meiner Reihe. Ein absolutes Highlight. Super. Paul, herzlichen Dank, du musst zum Essen. Ja. Vielen Dank, viel Spaß heute Abend. Ja, danke. Hat echt Spaß gemacht. Ja, freut mich. Danke dir. Klasse. Ja, das war das ausführliche Interview mit Paul. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann klicke unten auf den Link-Button, abonniere den Podcast oder den YouTube-Kanal, damit du beim nächsten Mal auf alle Fälle wieder dabei bist. Schreib mir deine Lieblingssaxophonisten-Interviews von Saxophonisten, die du gern hören würdest. Ich habe zum Beispiel bereits gemacht Branford Marsalis, Miguel Zenon, Johannes Enders und viele weitere deutschsprachige und auch internationale Saxophonisten, die schon veröffentlicht sind auf saxophonen.com oder auch noch kommen werden. Da werden noch einige Knüller und Knaller dabei sein, die dir hoffentlich Spaß machen und weiterhelfen und dich inspirieren zu spielen, Saxophon zu spielen. Das ist ja immer das Schönste, nicht nur zu reden. Ja, du findest alles auf saxophonlernen.com. mit F geschrieben zusammen.com, alle Episoden des Podcasts und wie gesagt auch auf dem YouTube-Kanal. Like mich, abonniere mich, schreibe mir, ich freue mich über jede Nachricht und ist wieder ein weiterer Ansporn, einfach weiterzumachen, weiterzuplanen für euch. Alles klar, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schön, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei mit mir, mit Joe Meyer und Klappe auf dem Saxophon-Podcast. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.